Willkommen zurück, Leute, zu Professor Layton versus Phoenix Wright. Wir befinden uns im Gericht und haben dem Herrn Smiles schon ordentlich zugesetzt. Und jetzt ist er bereit, eine weitere Aussage zu tätigen, und zwar darüber, was er am Tatort sah. Dann hören wir uns das mal an und nehmen ihn wieder auseinander, ganz einfach. Ich kann erklären, warum ich die andere Kiste nicht gesehen habe. Das Licht im Frachtraum war nämlich nicht an. Doch ich war natürlich nicht allein. Der beste Freund eines Wachmanns ist schließlich seine treue Taschenlampe. Aber nicht vergessen, die Notbeleuchtung war an, also konnte ich immerhin etwas im Halbdunkel erkennen. Ich sah dieses Mädchen direkt vor dem Besatzungsmitglied stehen und dann hat sie zugeschlagen. Ansonsten war niemand im Raum anwesend. Ich schwöre es bei meiner Wachmann-Ehre. So, da springt mir der Widerspruch förmlich ins Gesicht. Ein Moment bitte. Die Sicherheitsfirma hat angegeben, dass die Beleuchtung während der Patrouille die ganze Zeit angeschaltet war. Ja, ja, wissen Sie, so ganz offiziell machen wir das schließlich auch so. Aber all diese Lichtschalter können einem ganz schön auf die... Halt, stopp, Moment! Ich meine, um ehrlich zu sein, ein absoluter Experte wie meine Wenigkeit benötigt halt keine Beleuchtung, um seine Arbeit zu verrichten. Nicht hiermit. Der fokussierte Strahl meiner treuen Taschenlampe schneidet durch die Dunkelheit wie ein Laser durch Schokolade. Möge der Zeuge die Taschenlampe bitte abwenden. Auch wenn die Justiz ab und an blind sein mag, ich will es nicht werden. Ja, jawohl, Entschuldigung, euer Ehren. Diese treue Taschenlampe wird nun als Beweis zur Gerichtsakte gelegt. Taschenlampe, Wachmann Smiles benutzt sie stets auf seinen Patrouillen. Sie ist voller Schokolade. Pfui, Spinne! Was ist das denn? Was ist was, euer Ehren? Diese Taschenlampe ist voller Zeugs und so klebrig. Offenbar hat mein kleiner süßer Kumpel ihn einen Streich gespielt. Süßer kleiner Kumpel? Meinen Sie etwa Ihre Schokolade? Jimmy hat seine klebrigen Fingerabdrücke überall auf der Taschenlampe hinterlassen. Igitt! Ich will sie wirklich nicht berühren. Die Verteidigung kann den Zeugen jetzt ins Kreuzverhör nehmen. Endlich. So, ich würde fast sagen, brauchen wir gar nicht angreifen, weil das ist so offensichtlich. Ich kann euch das schon mal erklären, wenn ihr es nicht schon selber wisst. Wir gehen mal ganz kurz in die Gerichtsakte und wenn wir da das Attest sehen. Leichte Verletzung, Platzwunde am Hinterkopf. Am Hinterkopf, Leute. Aber wir wollen ja... Wollen wir alles hören, was er zu sagen hat? Ja, komm, dann greifen wir das mal an. Ich kann erklären, warum ich die anderen Kiste nicht gesehen habe. Das Licht im Frachtraum war nämlich nicht an. Moment mal! Den Regeln zufolge müssen die Lichter doch immer angeschaltet sein, nicht wahr? Nun, jetzt mal so ganz unter uns. All diese Beleuchtungsrichtlinien sind nicht gerade mein Spezialgebiet. Sogar ein Experte wie meine Wenigkeit hat so seine Schwachstellen. Also hat er mal ebenso seine Pflichten vernachlässigt. Sie sind doch angeblich immer so konzentriert. Gründlich, genau. Ein echter Profi. Ja, das stimmt. So bin ich eben. Immer konzentriert, gründlich und genau. Außer wenn ich mal alle fünfe gerade sein lasse. Ich strebe danach, ein ausgewogener Profi zu sein. Also, nun ja. Sogar Blind zweifelt so langsam an diesem Möchtegern-Profi. Zu Recht. Doch ich war natürlich nicht allein. Der beste Freund eines Wachmanns ist schließlich seine treue Taschenlampe. Moment mal! Der beste Freund eines Wachmanns? Meinen Sie damit wirklich diese kleine Taschenlampe? Klein? Dies hier ist eine Sicherheitstaschenlampe. Schauen Sie keine Krimiserien? Also wirklich. Taschenlampen sind cool. Richtig cool. Um ehrlich zu sein, bin ich nur ihretwegen ein Wachmann geworden. Ach, wirklich? Das nenne ich mal einen recht einzigartigen Grund. Ach ja, warum sind da eigentlich Schokoladenflecken auf Ihrer Sicherheitstaschenlampe? Ein stets bereiter Wachmann ist immer mit einer Taschenlampe und einer Tafel Schokolade bewaffnet. Jeder braucht doch Notfallverpflegung. Ich bin so heiß, das zu bewachen, dass die Schokolade förmlich schmilzt. Also stammen die Fingerabdrücke auf der Taschenlampe von seiner rechten Hand.
Das hätte ich dir auch vorher sagen können, Phoenix. Aber nicht vergessen, die Notbeleuchtung war an, also konnte ich immerhin etwas im Halbdunkel erkennen. Moment mal! Die Notbeleuchtung? Die Angeklagte und das Besatzungsmitglied haben direkt unter dieser Notbeleuchtung gekämpft. Oh ja, ich kann sie sehen, dort im Hintergrund. Jawohl, euer Ehren, dieses rote Licht hat den Frachtraum immerhin ein bisschen erhellen können. Aber auf diesem Bild ist ganz klar die normale Beleuchtung angeschaltet. Ach so, das meinen Sie. Ich habe sie halt angemacht, bevor die Polizei aufgetaucht ist. Was? Ich wollte meine strahlende Karriere als Sicherheitsexperte ja nicht durch meine persönlichen Regelauslegungen gefährden. Ich bin schließlich ein Experte, wie jeder weiß. Und als solcher muss ich auch auf kleinste Details achten. Ein Experte im absurden Auslegen der Regeln. Vielleicht... Das war's dann aber auch schon. Okay. Ich sah dieses Mädchen direkt vor dem Besatzungsmitglied stehen und dann hat sie zugeschlagen. Und an dieser Stelle werden wir jetzt einfach präsentieren. Das stelle ich nämlich gar nicht in Frage, denn da hau ich dir gleich was um die Ohren, Meister. Einspruch! Sind Sie sich absolut sicher, dass die Angeklagte direkt vor dem Besatzungsmitglied stand? Absolut expertensicher! Sie haben sich die ganze Zeit gegenübergestanden. Merkwürdig. Denn das widerspricht ganz eindeutig einem Beweis. Was? Was reden Sie da eigentlich? Schauen wir uns mal das Attest des Arztes an. Der Schlag erfolgte nämlich von hinten auf den Hinterkopf. Hinterkopf? Verstehen Sie jetzt, worauf ich hinaus will? Wenn sich beide gegenübergestanden haben, dann ist es unmöglich, dass das Opfer von hinten getroffen wurde. Jawohl, Verteidiger! Herr Zeuge, könnten Sie uns diesen Widerspruch bitte erklären? Genau. Klären Sie uns bitte auf. Ich höre zum ersten Mal davon. Jawohl, euer Ehren, ich... Also... Das ist... Es ist komisch, nicht wahr? Ich bin mir professionell sicher, dass Sie sich gegenübergestanden haben. Ich schwöre es auf meine Tafel Schokolade, die mir lecker und heilig ist. Er scheint nicht zu lügen, aber dennoch. Hey Nick, schau mich an. Was machst du da, Maya? Ich habe nur mal versucht, deinen Hinterkopf mit dem Rohr zu treffen, während du mich anschaust. Es scheint unmöglich zu sein, vor allem für ein kleines Mädchen wie mich. Wie wäre es, wenn du derartige Experimente deiner Fantasie überlässt? Maya, ich hänge nämlich an meinem Leben, weißt du? Zumindest konnten wir einige wichtige Indizien in Erfahrung bringen. Erstens, der Zeuge ist ein Experte in Unzuverlässigkeit. Und zweitens, die Staatsanwaltschaft hat in diesem Fall nicht besonders professionell ermittelt. Wenn mein Anwaltssinn mich nicht im Stich lässt, dann ist an diesem Fall einiges so richtig faul. Das ist die Gelegenheit. Was soll ich tun? Wir plädieren auf nicht schuldig. Euer Ehren, die Verteidigung versichert ein weiteres Mal, dass die angeklagte Frau Sophie de Narrateur definitiv unschuldig ist. Wie? Wie bitte? Das ist Unsinn! Für wen halten Sie sich eigentlich? Sie stürmen hier rein und all diese lächerlichen Mutmaßungen. Mumpitz! Unsinn! So war das nicht geplant. Was war das jetzt? So war das nicht geplant? Angesichts dieser überraschenden Entwicklung ist das Gericht der folgenden Meinung. Die Unschuld der Angeklagten ist keinesfalls bewiesen. Jedoch hat sich die Zeugenaussage eindeutig als unzuverlässig herausgestellt. Das sieht schon besser aus. So langsam scheinen wir den Richter auf unsere Seite zu bringen. Vergessen Sie bitte nicht, dass die Angeklagte alle Anklagepunkte einräumt. Ihre Schuld steht also zweifellos fest. Einspruch! Die Angeklagte ist noch eine Schülerin. Da brauchen Sie schon mehr als nur ein Geständnis. Bislang wissen wir nur eins. Dieser Herr Smiles ist kein Experte und erst recht kein zuverlässiger Zeuge. Moment mal!
In meiner langen und erfolgreichen 6-monatigen Karriere als Wachmann ist mir das noch nicht untergekommen. Niemand hat hier meine Professionalität und meine Expertise angezweifelt. 6 Monate? Das ist gerade mal die Probezeit. Ich frage mich, ob er überhaupt schon einen Vertrag hat. Sie behaupten, dass unser Goldlöckchen unschuldig ist und dass sie niemanden geschlagen haben soll. Und dass sie dieses Spielzeug nicht geklaut hat. Das behaupten Sie doch, Herr Anwalt, nicht wahr? Ja, zumindest haben wir noch keinerlei Beweise dafür, dass sie das Spielzeug gestohlen hat. Jetzt habe ich sie dran gekriegt. Hä? Was? Wie? Dran gekriegt? Ich hab's. Den entscheidenden Beweis. Den Beweis, dass das Mädchen den armen Bobby Badger entführen wollte. Was? Sie haben einen Beweis? Sogar Blind ist verdattert. Als ich das Mädchen am Tatort festnahm, hielt sie das in ihrer Hand. Sie schien es nicht mal zu bemerken. Was ist das überhaupt? Das sieht doch nach Bobby Badgers Marke aus, euer Ehren. Nun, da Sie es erwähnen, an unserem Polizeimaskottchen hängt in der Tat eine Marke. Warum auch immer. Was ist da in die Marke eingraviert? Es sieht aus wie eine Adresse. Was? Auf der Marke ist eine Adresse eingraviert? In der Tat. Und zwar jene von Scotland Yard. Die Telefonnummer steht auch da. Wissen Sie, es handelt sich schließlich um Scotland Yards Maskottchen. Diese Marke, wurde sie wirklich von einem der Bobby Badger Spielzeuge abgerissen? Jawohl, Herr Anwalt. Die Verdächtige wurde gefasst, und zwar professionell, auf frischer Tat, als sie dieses Spielzeug mitgehen lassen wollte. Die Marke wurde während des Kampfes abgerissen. Was? Dann wäre diese Marke ja... Wir haben hier den entscheidenden Beweis. Sie hat definitiv versucht, die Fracht zu stehlen. Das ist unmöglich. Ich habe nicht mit einem solchen Beweis gerechnet. Zeuge! Ich wurde über diesen Beweis nicht informiert. Wenn Sie den Beweis die ganze Zeit hatten, warum haben Sie ihn nicht der Polizei übergeben? Entschuldigung, Herr Staatsanwalt. Sie wissen ja, ich bin ein Experte auf meinem Gebiet. Und der Expertenrat an meine Wenigkeit lautet, behalte den Beweis am besten als Geheimwaffe. Also habe ich auf den richtigen Moment gewartet, um dieses Verfahren im Alleingang zu beenden. Oh je. Jetzt haben Blind und ich Neuland betreten. Diese Marke ist in der Tat ein unverzichtbares Beweisstück. Sie wird nun zur Gerichtsakte gelegt. Abgerissene Marke. Von Bobby Badger abgerissen. Sophie hielt sie fest umklammert, als Smite sie festnahm. Abgerissene Marke zur Gerichtsakte hinzugefügt. Sehr geehrte Verteidigung, Herr Wright, oder? Ja, Staatsanwalt Blind. Ihr Erscheinen in diesem Gericht war eine eilig beschlossene Angelegenheit. Das kann man so sagen. Wir bekamen den Auftrag der Anwaltskammer aus dem Nichts. Womöglich haben Sie ja bei all dem Aufruhr den Wunsch Ihrer Mandantin vergessen. Wurde Ihnen nicht aufgetragen, das von der Staatsanwaltschaft beantragte Urteil zu akzeptieren? Da fällt mir ein, Gloria hat etwas in der Art vor der Verhandlung gesagt. Sie wird auf schuldig plädieren. Sie können sich also zurücklehnen. Ich schlage vor, Sie akzeptieren einfach das von der Staatsanwaltschaft beantragte Strafmaß. Das wurde Ihnen aufgetragen. Sie haben uns bereits all Ihre Fähigkeiten demonstriert. Ihr Ruf wird also keinen Schaden nehmen. Warum geben Sie nicht einfach zu, dass die Angeklagte schuldig ist? Machen Sie doch Feierabend und trinken Sie einen Tee. Nun gut. Was halten Sie davon, Herr Wright? Wenn Sie Ihre ungestüme Haltung überdenken, kann das Gericht endlich das Urteil verkünden. Meine Haltung? Da muss ich nicht mal wirklich nachdenken. Wir führen die Verhandlung fort. Was ist das für eine Frage, ey?
Die Verteidigung beantragt, dass die Verhandlung fortgeführt wird. Was? Die Verteidigung bleibt der Auffassung, dass Sophie, der Narrateur, nicht schuldig ist. Na schön, Herr Wright. Wenn dies Ihr Wunsch ist, dann habe ich ebenfalls eine Bitte. Euer Ehren? Bitte fahren Sie fort, Staatsanwalt Blind. Die Staatsanwaltschaft ruft Ihren zweiten Zeugen auf. Moment mal. Oh, was ist mit mir? Kommt schon, Leute, vergesst doch euren Kumpel Jimmy nicht. Dieses Mal gibt's auch die ganze Wahrheit, versprochen. Ich schlage vor, Sie verlassen nun den Zeugenstand und schauen sich weiter Ihre Krimiserien im Fernsehen an. Ja. Jawohl, Herr Staatsanwalt. Tja, Jimmy, hat sich ausgesmiled, ne? Ich schätze, alle anwesenden Experten können eine kurze Pause vertragen. Das Gericht wird die Verhandlung nach einer 15-minütigen Pause weiterführen. Herr Blind, bereiten Sie Ihren Zeugen vor. Sind alle einverstanden? Ja, Euer Ehren. Die Verteidigung hat keine Einwände. Sieht so aus, als würde Blind so langsam ernst machen. Und das bedeutet, dass es jetzt erst richtig losgeht. Fortsetzung folgt. Ja, aber wir machen direkt weiter. Ah, ich kann ja jetzt hier nicht, ne? Die Parts sind ja immer ein bisschen länger hier bei Phoenix und Layton. Muss auch. Das endet es ja nie, ne? Das ist sowieso wird ein krass langes Let's Play. Und machen wir hier mal einfach... Ups. Überschreiben wir. Okay, gut. Puh, bin ich froh, das hinter mir zu haben. Dieser Zeuge war ein ziemlich schräger Vogel. Ich wette, er würde gerne in einem Krimi mitspielen. Allerdings macht er wohl aus allem schlechte Comedy. Ich hätte es nicht ertragen können, wenn die arme Sophie wegen seiner schmierigen Aussage verurteilt worden wäre. Aber immerhin sind unsere Chancen gestiegen, dass Sophies Urteil nicht schuldig lauten wird. Ja, ich hoffe mal, dass das Sophie ein wenig aufheitert. Gloria sieht mehr als begeistert aus. Hä? Ich hatte Gloria schon fast vergessen. Sie liest einfach so meine Zeitung. Vielleicht kommt es ja nur mir so vor, aber sie sieht jetzt nicht gerade glücklich aus. Oh, Sie sind es. Ich weiß Ihren Einsatz zu schätzen, Herr Wright. Vielen Dank. Ich verstehe Ihre Motivation, diesen Fall gewinnen zu wollen. Meine Motivation? Aber dies ist nicht der passende Zeitpunkt für Ihren Ehrgeiz. Aber ich habe es Ihnen schon einmal gesagt. Sophie plädiert auf schuldig und Sie akzeptieren gefälligst die Forderungen der Staatsanwaltschaft. Dieser Zwischenfall, unsere Schule und die Polizei haben sich bereits geeinigt. Aber Frau Gloria, Sophie könnte doch unschuldig sein. Glauben Sie mir, es ist für Sophie das Beste, wenn die Verhandlung so schnell wie möglich zu Ende geht. Je länger sich dieses Verfahren hinzieht, desto traumatischer wird das Erlebnis für die arme Sophie sein. Es tut mir leid. Gloria behauptet ja, dass Sophie schuldig ist. Aber ist sie das wirklich? Sie müssen verstehen, worum es hier geht, Herr Wright. Wir wollen nicht, dass unsere Schule wegen eines solchen Vorfalls plötzlich im Rampenlicht steht. Also unterlassen Sie bitte Ihre kleinkarierten, besserwisserischen Spielereien und lassen Sie dieses Spielzeug einfach Spielzeug sein. Bringen Sie diese Verhandlung schnell über die Bühne. Dies ist der ausdrückliche Wunsch Ihrer Mandantin, Herr Wright. Ich verstehe. Ich werde mein Bestes geben. Es freut mich sehr, dies zu hören. Auf geht's, Sophie. Ja, Frau Gloria. Was zum Henker geht hier vor sich? Wir haben uns also abgerackert, um Sophies Unschuld zu beweisen. Und nun soll alles umsonst gewesen sein? Warum schreist du mich an, Maya? Aber eigentlich hat Maya recht. Gloria verhält sich sehr seltsam.
Da steht ihre Schülerin vor Gericht und sie steht bloß rum und liest anderer Leute Zeitungen. Ja, was hat sie da eigentlich so brennend interessiert? In dieser Zeitung steht nichts über Sophie. Ob diese seltsame Frau sich wohl für sowas wie Cricket interessiert? Zeitung, Mayas Zeitung. Auf der Titelseite geht es um Juwelendiebe in London, zu Gerichtsakte hinzugefügt. Die Pause ist fast schon vorbei. Wir sollten besser in den Gerichtssaal zurückgehen. Blind sah sehr zuversichtlich aus. Mal sehen, was es mit diesem neuen Zeugen auf sich hat. Ich bin Sophies Verteidiger. Ich werde an meinen Überzeugungen festhalten. Das Gericht kommt nun wieder zusammen. Herr Staatsanwalt, ist Ihr Zeuge bereit? Selbstredend, Euer Ehren. Gerichtsdiener, bitte geleiten Sie sie herein. Frau Zeugin, bitte nennen Sie Ihren Namen und Beruf. Ich bin Olivia Aldente. Die Brise aus Mittelmeer weht pikante Duft köstlicher Meeresfrüchte herüber. Eine eise sizilianische Gerichte, das die Herzen der tapferen Seemänner tröstete. Gesegnete sei die sizilianische Küche und il nostro mare. Oh Gott, bitte nicht. Nein, lass sie nicht so reden. Lass sie nicht so reden. Also gut. Frau Aldente arbeitet als Köchin auf dem Frachter, auf dem das schändliche Verbrechen geschah. Eine Köchin? Oho, das ist aber eine interessante Tracht, die Sie da anhaben, Frau Aldente. Das ist meine Arbeitskleidung. Es wird nämlich sehr eis in meine Kokina. Oh Gott. Oh Gott, will nicht. Dies sollte eine willkommene Abwechslung sein, besonders nach diesem Schoko-Wachmann. Der ging mir auf den Keks. Na klasse, ein unparteiischer Richter. Frau Dente hat die Angeklagte im Frachtraum entdeckt, als sie ihre Vorräte aufstocken wollte. Sie hat Sophie entdeckt. Dann wäre sie ja... das Besatzungsmitglied, das Schoko Jimmy erwähnt hat. Das ist korrekt, Herr Wright. Frau Aldente hat den Eindringling als Erste entdeckt. Dann ist sie ja das arme Opfer. Sie mit einem Stahlrohr zu schlagen. Wie unendlich grausam. Oh, hätte ich damals nur meine schöne Küchenmesser dabei gehabt. Diese Ragazza hätte meine exzeptionale Schneidekünste zu spüren bekommen. Nick, schau mal. Sie ist eine echte Expertin im Kartoffelschälen. Das ist witzig. Komm mir besser nicht zu nahe. Ich werde es mir merken. Frau Zeugin, wir werden Sie nun anhören. Erzählen Sie uns doch bitte, was im Frachtraum vorgefallen ist. Certamente, mit der Vergnügen. Aber, meine lieben Freunde, dat, die Zeugenaussage dieser netten, reizenden Lady mit dem verdammt blöden Akzent, der mir fast schon unangenehm ist, machen wir im nächsten Part. Ja, machen wir im nächsten Part, werden wir jede Menge Spaß dabei haben. Spaß in den Backen, das ist super. Wir sehen uns. Bis dann und ciao.